Freunde, willkommen zu einer weiteren Reaction Jutsu Kaisen Folge 43 Right and Wrong Part 2 OPT. Ich hab Bock, auf Twitter schon gesehen, die Folge soll geil sein. Bessere Animation wieder. Ich hab Bock. Wir gehen rein. Ich hab nicht eben vergessen, auf Aufnehmen zu drücken und es ist ganz knapp aufgefallen, bevor wir die ganze Aufnahme verkackt haben. Das ist nicht passiert. Nein. Freunde, lasst noch oben da, Abo auf dem Kanal. Also wir haben nur den Anfang gesehen, vor dem Intro. Wir machen jetzt weiter. Mir ist aufgefallen, dass ihr Bescheid wisst. Freunde, wie gesagt, Liebe dalassen, wäre geil. Wir gehen rein, let's go. Alter, ich liebe das, wie Yuji dieser Staffel die ganze Zeit am Jumpen ist, ne? Einfach Mirror's Edge, wirklich. Alter, das Blut. Oh, Mahito ist auch so geil irgendwie, ne? Oh. Der Schlumpf. Alter. Digga, wie pervers. Er ist geblendet. Oh, in die Augen. Oh, einfach Katakuri-Keule. Da bringen die Nägel nicht, ey, wirklich. Diese paar Nägel so gegen den Übergott gefühlt. Huh? Oh! Oh, Highground. Digga, wie so eine Sniper. Mit Highground geht alles. Ja, mal eben hochgebaut wie bei Fortnite hier. Ah, ich frage mich bei Nobara auch immer, wie sie das hinkriegt in diesen Schuhen, Alter. Boah, das waren aber smooth Nägel. Oh! Hey, Digga, wer ist er denn? Digga, Dr. Octopus. Ein Double. Ey, wie krass ist er überhaupt? Alles so spielerisch. Oh. Boah, wie willst du ihn besiegen, Mann? Ah ja, mit Maito hatten die Animatoren auch richtig Spaß gehabt, diese Staffel. Ja, safe. Das Geile ist auch, bei ihm kannst du nicht verkacken, weil wenn die Proportionen nicht stimmen, dann ist es einfach so, seine Fähigkeiten. Ja, ja. Egal wie goofy du ihn machst, so, egal was. Das zum Thema goofy. Oh! Huh? Ich liebe sowas. Alter, ich liebe diese blaue Aura, ne? Diese Fluchkraft, sieht so sexy aus. Digga, sie hat jetzt alles prepared. Gefallene Nägel noch beeinflusst. Die Musik, Alter. Oh, da ist sie wieder. Oha! Wie das aussah! Oh! Was ist das für eine Musik? Wo bin ich gelandet? Hä, wie läuft das jetzt? Parallel oder was? Bro, bei dieser cold-ass Blick, ey. Bei Nobara weiß man nur, wenn sie ernst macht, hängen immer so drei Strähnen runter. Geile Musik, ehrlich, richtig geil. Bleach-Vibes, ne? Bleach-Vibes, so ein bisschen diese spanische Gitarre, ja, Digga. Ja, ja. Oh mein Gott! Digga! Woher? Ey, was für ein Punch, ey. Digga! Bruder, er nimmt hier... sieht so wuchtig aus. Digga, er denkt, er ist Frankfurt Hauptbahnhof gelandet. Was ist los mit dir? Alter! Bruder, wie machen die das? Ey, wie geil! Alter, geistkrank, was für ein Cut. Ey, wie geil war das? Ich liebe so ein Combat, so ein Close Combat. Ich liebe das, wenn das gut gemacht ist. Ey, unglaublich, was das für ein Cut war gerade. Unglaublich, ehrlich. Oh. Ey, Yuji kämpft, gesehen ist fast das Geilste. Einfach. Ich muss auch sagen, ne, ich bin kein Hater. Ich fand ihn immer, aber Digga, nach Staffel 2, ich liebe ihn so sehr, Digga. Ja, guck dir das Fratzengeballer an. Also keiner darf mir sagen, dass Yuji kein geiler Protag ist, wirklich. Re-Rap darf keiner sagen. Er macht den Jojo und rennt weg. Yuji konnte ihn gerade nur angreifen, weil sein Körper nicht mehr gehorcht hat irgendwie, ne? Aufgrund dieses Kampfes hier oder so, ne? Ja, die sind verbunden. Das ist ja nur ein Double, so, aber die sind verbunden. Denn? Und deswegen wegen Nobaras Technik konnte er zuschlagen. Ja, wie das aussieht. Ja. Oh, okay, Nobara, aber die Abkürzung war anders. Oh! Boah, hieß jetzt. Ja! Wie er den weggehauen hat! Ey, einfach zermalmt, ey. Wer hätte gedacht, dass der Bahnhof einfach das der ideale Kampfort ist? Einfach geil, Alter, ehrlich. Oha, Digga, Sounddesign wieder geisteskrank, ey. Das ist so geil! Ey, würde Mappa nicht ausgebeutet werden, dann wäre alles perfekt. Ach, ja, das ist leider so. Aber es ist unglaublich, was sie trotz der Sachen, die abgehen, hinlegen. Unglaublich, wirklich. Es darf niemals schlechter werden. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh Gott. Nein. Nein, jetzt platzt ihr Gesicht weg. Nein. Oh mein. Alter. Was für eine Bombe.
ist wieder so eine Folge, ne? Das Jahr 2009. Und damit kommen wir zum Sponsor des Videos. Und Freunde, wartet, es geht hier immer noch um Jujutsu Kaisen. Es geht nämlich um den Anime Superstore, euren Anime-Figuren-Shop des Vertrauens. Mit unfassbar vielen geilen Jujutsu Kaisen-Figuren, damit ihr euren Shibuya-Arc zu Hause nachstellen könnt. Megumi, nein, du darfst das Dorf nicht verlassen. Wir sind doch zusammen hier in Konohagakure. Nein, Itadori, ist mir egal. Ich gehe jetzt einfach. You are my special. Megumi! Digga, ich habe ein Problem. Okay, mal im Ernst. Ob Yuji, ob Megumi, ob Sukuna und ob... Jetzt pass auf. Goach ist völlig egal. Es gibt eine riesen Auswahl an JJK-Charakter. Nutzt aber auf jeden Fall mein Code Ruffy für 10% Rabatt. Darüber hinaus gibt es noch die Ruffy Mystery Box auf dem Anime Superstore. Ein Überraschungspaket gefüllt mit Animes, die ich eben feier. Für jeden ist da was dabei. Deswegen, Leute, checkt ab. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wie gesagt, nutzt meinen Code und damit machen wir weiter. MW2. MW2, Tatsache. Jetzt haben wir den infamous Flashback von Teil 2 von ihrem komischen Dorf. Ja. Damals war sie ja beleidigt, weil die eine Ältere rausgemobbt worden ist. For reasons. Und das war so ihr Dilemma. Deswegen wollte sie auch nach Tokio, weil sie dann ihre Freundin wieder treffen kann. Währenddessen Yuji frisst den Finger und hat einen legendären Fluch, Fluchmagier, was auch immer in sich drinne. Ja, okay. Das ist wichtig. Es ist wichtig, ja, dass es Schüler gab, die rote und schwarze Ranzen hatte. Aber keiner hatte den hellblauen, verstehst du? Deswegen wurde sie gemobbt. Sie gehört nicht dazu. Digga, das ist... Du lernst hier noch was. Die diepe Lore. Die Zeit wird auch noch bei dir kommen, Digga. Dass dein Sohn immer nach Hause kommt und sagt... Oh, Tosan, ich hab einen anderen Ranzen. Bro, auf einmal Slice of Life Comedy-Anime geworden. Wo sind wir? Ja, mit weißem Rahmen. Ja. Verwaschener Look. Da ist er, den braucht man... Das wird, glaube ich, so dramatisch. Antique hat irgendwas getwittert, dass er gebrochen war. Ja, Bruder, Antiku ist aber auch gebrochen, Digga, wenn... Ne? Antiku, irgendwo wisst ihr alle, aber Antiku ist doch gebrochen, Digga, wenn eine Stecknadel umfällt. Ja, und Sukuna ein Furz quer hängt, Digga. Dann ist er gebrochen. So, das ist, glaube ich, die von damals, die gute Saori, glaube ich. Also, Saori war cool, aber die wurde gemobbt. Also sieht auch OPTs Hutz aus aktuell. Ja, ja. Ist so. Ah. Das Geräusch triggert doch was bei dir bestimmt, oder? Oh Gott. Ja, schlaflose Nächte triggert das. Ich bin sofort müde, wenn ich das höre. Einfach Freundschaftsscaling. Sie hat geheult bei dem, aber der Abschied war nicht bei mir. Ja. Einfach kein Mund. Mund und Nase vergessen. Ja, Krilline. Sie weint! Doch, Freunde, schön! Der Strich! Digga, gönn doch Mund! Ey, Mann, Alter, der Strich gerade. Ja, okay, wo wird da jetzt der Bogen geschlagen? Was geht denn in Shibuya ab? Nichts Besonderes, nichts Spezielles. Kannst du dich daran erinnern? Ja gut, also ich würde mich nicht daran erinnern können, aber ich habe ja Manga gelesen wieder, weil ich nicht widerstehen konnte, also ja. Aber ja, ich habe bis gestern das auch alles komplett vergessen. Aber was hat das mit dem Fight da unten zu tun? Es geht um den hellblauen Ranzen. Nein. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, wie sie umgefallen ist. Alter, ey. Digga, für Yuji, ne? Das ist Bruder. Shibuya, hey. Nanami, Nobara, what the fuck? Oh, was muss er durchmachen gerade? Ja, ja. Wie soll er das mental noch durchstehen? You are my special! Nein! Also, wir wissen ja, also, du weißt es sowieso, aber ich weiß, also, das ist ja Quatsch so. Also, sie wird ja nicht tot sein. Sie wird ja irgendwas wird ja jetzt passieren mit ihr und irgendwas so. Sie wird ja nicht sterben. Also, Bananami lief's auch nicht besser, ne? Ja, den kann man auch, der hat abgedient, so, oder nicht? Digga, ich sag dir eins, wenn ich eine Sache gelernt habe über diese Serie, Digga. Ja. Hier kann alles passieren. Gib mal einen Mini-Spoiler. Auf was? Ja, auf irgendwas so. Geisteskranker Fight. Digga, es kommt noch ein sehr spicy Fight, Digga. Wir sind auf der Zielgerade. Aber meint, Feine, oder was? Feineru, Feiteru.
Aber was ist der Final Fight? Wird geil, Digga. Ja, was ist der Final Fight? Ich will es wissen, warte mal. Geil. Yuji gegen Mahito nochmal, oder nicht? Was heißt denn nochmal? Die sind ja noch nicht fertig, oder? Ja, also das wird einfach fortgesetzt, der Kampf jetzt. Da wird noch ein bisschen was kommen, ne? Und Yuji, ihr seid live dabei, wie ihr mich teast. Ich kann nicht mehr, ey. Freunde, lasst aber noch oben da. Abo auf dem Kanal, Abo auf Jans Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu Shibuya Greatness. Bis dahin, mach's gut. Ja. Ciao und tschüss.